Fans und Leute, die einfach keinen Bock mehr haben, was alles so auf den Markt kommt. Heute ist der Gerni für euch da. Mit einem neuen Let's Diskutier und mit einem falschen Video natürlich. So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Zu einem neuen Let's Diskutier mit dem Thema, ja, ihr wisst ja vorher nie das Thema, welches kommt. Und zwar das Thema, wo bleibt der Hype? Wo bleibt der Hype, Leute? Wo bleibt der Hype? Ja, Ashes of Creation bietet uns einiges, aber die Leute haben keinen Bock mehr zu hypen. Ich mache euch mal Musik an am besten, ne? Ich merke schon, ihr merkt schon wieder, ich bin super vorbereitet, ne? Schöne Ashes-Ding. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Zuschauer. Und ich bin aber heute auch nicht allein, möchte ich dazu sagen. Ich habe heute zwei Gäste dabei. Ja, zwei Gäste, und zwar aus unserer Gilde. Einmal die liebe Dayel und einmal den lieben Schau. Und ich schalte euch dazu. Hallo, hallo ihr zwei. Hört ihr mich? Ja. Ja, hallo. Ja, ich ja, hallo. Ja, halt zwei Leute aus der Gilde, ja, die genauso warten, ja, wenn ich die genauso auf Ashes of Creation warten, so wie ihr, wie ich eben, ja, Schau ist auch ein richtiger Veteran, würde ich fast sagen, ja, du verfolgst Ashes sehr viel. Ja, seit 2017, ja. Seit 2017, genauso am Warten, ja, nichts geht voran. Schwierig, das Liebling. Hi, Bright, hi, Over, hi, hi. Und Dayel, die vielleicht auch durchstartet als Content Creatorin, ne? Wer weiß, Dayel, hä? Ja, ja, vielleicht. Ich tue das ja eh schon, aber vielleicht auch auf Ashes bezogen noch. Genau. Hallo zusammen. Also, sie ist mit deinen Gameplays und deiner angenehmen Stimme, ja, vielleicht doch endlich mal die Hoffnung in Ashes of Creation, da wir ja wirklich viel MMOs auf dem Markt haben. Aber, ja, in den letzten Jahren so, sagen wir mal, ja, am Boden gehalten werden. Es ist nichts Großartiges da. Aber wir kommen heute drauf. Wo bleibt der Hype? Leute, wo ist euer Hype? Seid ihr gehypt? Da frage ich erstmal dich, Dayel. Bist du eigentlich gehypt so auf Ashes oder gehst du alles ein bisschen ruhig an? Also vor einigen Monaten hätte ich noch gesagt, ich gehe das ruhig an. Aber im Januar habe ich mir dann doch das Paket gekauft, mit dem ich auch in die Alpha 2 kann. Deswegen würde ich mal sagen, ich bin wohl gehypt, ne? Sonst hätte ich mir das nicht gekauft. Aber ich bin jetzt nicht übertrieben gehypt. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Wahnvorstellungen, wie das werden könnte. Und ich male mir da nicht jetzt schon Dinge aus, die noch nicht bestätigt sein können. Also ich lasse es trotzdem auf mich zukommen. Und freue mich aber einfach drauf. Und man sieht ja auch an den Streams, an den monatlichen, dass Intrepid da wirklich, ne, Steven und sein Team, die machen da wirklich Fortschritte. Und das war auch der Grund, weshalb ich mir das Paket dann doch gekauft habe. Also, ja, so ein klein bisschen gehypt, aber eben nicht übertrieben. Also, ich lasse mich gerne von Spielen hypen. Ich bin da leider ein Opfer. Schon mal enttäuscht? Also, ja. Ja. Okay, sag mir ein Spiel, wo du sagst, oh Gott, darauf habe ich gewartet und bin aber leider enttäuscht worden. Also, ich war so gehypt auf Star Wars The Old Republic, dass ich die Collector's Edition erworben habe, die auch damals schon, ich glaube, 180 Euro, nicht Mark, so lange ist es nicht her, aber Euro kostete. Und ja, ich habe eine schöne Statue und ich habe den Soundtrack und ich habe noch ein Büchlein dabei. Aber das Spiel war am Anfang einfach, ich meine, mittlerweile ist es gar nicht mehr so schlecht, aber am Anfang war es leider nicht das, was so der Hype aufgebaut hatte. Und da, ja, es war halt ein Theme Park MMO wie jedes andere so ein bisschen zu Beginn. Später wurde es halt besser, aber ja. Deswegen, da war ich enttäuscht. Also da war ich schon enttäuscht. Was, Schimmler? Ich bin doch nicht leise. Was, leisen? Ich bin nicht leise. Okay, also da bist du enttäuscht worden. Ja, ich sag dann auch mal, ich habe auch ein Spiel, warum ich jetzt auch nicht mehr dann so gehypt bin. Aber schau jetzt erstmal zu dir. Ja, bist du gehypt auf Ashes oder sagst du dir, ich lasse es auf mich zukommen, weil ich schon mal enttäuscht wurde? Also ich wurde zwar schon mal enttäuscht, aber es war, als ich die Präsentation damals von Steve gesehen habe, 2017 war das, da waren noch mehrere MMOs in der Pipeline, wie zum Beispiel Camelot Unchained und so weiter und dann Raven irgendwas.
Oder Crowfall war es, glaube ich, so hieß es. Oh, Und Crowfall. da habe ich, Crowfall. genau, und da hatte mich damals eigentlich das Konzept und die Art und Weise, auch wie er das vorgestellt hat, eigentlich überzeugt gehabt. Und ich habe dann seither alle Livestreams gesehen. Und wenn irgendwas an Videos oder so rauskommt, dann schaue ich mir das eigentlich, wenn ich Zeit habe, dann direkt noch an. Und je mehr ich eigentlich darüber erfahren habe und je mehr ich gesehen habe, mit wie viel ja, Leidenschaft und auch mit wie viel Akribie sie an das Projekt rangehen und halt wirklich, das hat alles Hand und Fuß, muss man schon sagen. Sie hatten einen kleinen Ausreißer mit dem Battle Royale-Ableger, den sie da gemacht hatten, aber ansonsten hatte das alles Hand und Fuß und es waren stetige Entwicklungen eigentlich. Ist mein Hype von am Anfang eigentlich bestätigt worden, wenn nicht sogar größer geworden im Laufe der Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt schon ein White Knight bin, aber fast zumindest davon. Es ist, ich erwarte, das, was sie halt gezeigt haben, dass die Systeme ins Spiel kommen, dass wir sie testen können, dass sie hören viel auf das Feedback der Spieler, wie zum Beispiel jetzt dann als sie dann gezeigt haben, wie Nachtzyklus ist, dann haben halt sehr viele Spieler gesagt oder die Resonanz gegeben, dass es relativ hell ist noch die Nacht, dann haben sie es dann, hat man es dann später gesehen in der Präsentation, dass die Nacht so nachgedunkelt wurde und so weiter. Und das sind alles solche Kleinigkeiten, die eigentlich für mich darauf hinweisen, dass es vielleicht dann doch der Gral werden könnte, den ich mir davon erhoffe. Ja, enttäuscht war ich selber eigentlich von Arc Edge, weil auf das Spiel war ich auch wegen dem Housing und dem Karawanensystem und so weiter, war ich schon sehr gehypt, aber das Monetarisierungssystem, also das ist auch, glaube ich, das, was in vielen MMOs jetzt das Knick gebrochen hat, oder MMORPGs, das Monetierungssystem fand ich schlecht und das RNG-System beim Aufwerten der Waffen und so weiter. Und das hat mir dann letzten Endes, wer am meisten reinbezahlt hat, der hat das dominiert, das PvP, und das hat mich dann sehr enttäuscht. Deshalb bin ich dann auch dann nach 1,5 Jahren dort dann wieder raus. Und seitdem warte ich eigentlich auf ein gutes MMORPG und ja, mit Ashes denke ich, dass das Potenzial da ist, so wie ich das einschätze, dass es ein großes werden könnte. Das neue große Ops muss nicht mit WoW verglichen werden, es ist ja eher ein Cent Park, also Cent, oder ja, es ist ja kein richtiges Cent Park, sondern es ist ja so ein Mix aus Theme Park und Sandbox. Und mal schauen. Also ich denke, dass das Potenzial groß ist und dass die Leute, die daran arbeiten, alle mit dem nötigen Ernst bei der Sache sind und auch mit der nötigen Reflexion da dran gehen, wenn sie ein Feedback bekommen. Ja, definitiv. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, was sie uns bieten. Ne? Also so ist es ja nicht. Ne? Und nicht nur, was auf dem Papier steht, ja, sondern auch, was wir als Gameplays, als Systeme und so weiter vorgezeigt bekommen. Ja, also sagt ihr so, ja, wir lassen es erstmal auf uns zukommen, ja, weil wir sind enttäuscht, ja, aber ja, wo bleibt der Hype? Na, und dann ist die Frage, wo bleibt er denn? Ja, wenn man das so sieht. Von den deutschen Content Creators gibt es nicht viel. Ja, die klammern sich da nicht fest dran. Natürlich dann, wenn das bekannter wird. Ich denke mal zu Alpha 2, werden sie dann aus den Löchern geschossen kommen. Auch mit Streams und so weiter. Deswegen eigentlich die erste große Überschrift sozusagen, ist Ashes zu unbekannt. Beziehungsweise sind die Leute einfach gesättigt von MMOs. Ja, ich meine, was in den letzten Jahren rauskam. Wir gehen auch dran nochmal drauf zu, was auf uns zukommt. Ja, dafür habe ich auch ein schönes Video dann für euch. Was eigentlich, ja, was könnte die Konkurrenz zu Ashes werden? Ja, und ich habe gestern sogar noch ein Video fertig geschrieben für meinen Kanal. Ein großer Konkurrent, darum geht es dann auch. Da reden wir dann auch nochmal drüber, weil viele schreiben halt, ja, das Riot-MMO. Na, Riot macht dieses eine MMO, wo alle abholen wird, bla 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 und so weiter. Da gehen wir aber Ist dann drauf. verbogen. Ja, Das ist ja noch nicht mal über die Konzeptphase hinaus. das Lustige ist, nur auf das Riot zurückzukommen, dieser Game Director oder so weiter hat das Studio verlassen. Ja, also das heißt, die wollen das Game nochmal von null anfangen. Na, Riot. Das heißt, das wird ja locker nochmal an die 8, 9 Jahre rangehen, bis das überhaupt mal, oder es lass es 6 Jahre sein. Ja, ich denke, bis dahin wird Ashes dann da sein. Aber ja. Vermutlich. Okay. Ja. Was Na, ich hoffe, dass es bis dahin da ist. ja, ich hoffe es auch. Dariel, was meinst du, warum, wo bleibt der Hype? Warum wird Ashes jetzt gerade nicht so
Warum überflutet es nicht die ganze... Ich meine, ab und zu liest man was bei GameStar, bei MMO und so weiter. Aber warum ist es nicht gerade jetzt so bekannt, sag ich mal? Also ich habe, da habe ich mir tatsächlich schon häufiger Gedanken drüber gemacht. Und ein bisschen, es ist ja noch nicht spielbar. Es ist ja noch nichts Spielbares für uns da. Es gab die Alpha 1 und es wird jetzt die Alpha 2 geben. Wir können uns die Livestreams angucken. Aber ich glaube, um wirklich einen Hype zu generieren, musst du das Publikum ein bisschen mehr ranlocken mit Dingen, die sie selber erleben können. Vielleicht. Ne? Also, ich meine, Star Citizen war ja hier gerade auch schon im Chat erwähnt. Nein. Du hast es erwähnt. Ja, ich habe es erwähnt, weil das ist ein ganz gut, also das ist so in, das ist nicht direkt vergleichbar, aber irgendwie schon. Denn auch Star Citizen ist erfolgreich Crowdfunding-Grundlage. Es ist von jemandem gemacht, der da mit sehr viel Enthusiasmus und Leidenschaft rangeht und der auch gesagt hat, ich mache das Game so, wie ich das will. Und mir ist vollkommen egal, was die Leute um mich rum dazu sagen. Und das Gleiche ist ja auch bei Ashes. Ne? Das ist ein Team, oder ich meine, der heißt eigentlich Steven oder Steve? Auf jeden Fall. Ich sage mal Steven. Steven, ne? Steven ist ja, der ist ja, der kommt ja irgendwie eher aus der Gamer-Seite. Der hatte halt einen Arsch vor Geld, hat gesagt, ich möchte das Game haben, ich möchte das Game machen, das ich selber spielen will. Ja. Und hat dann Crowdfunding gemacht, das ja auch gar nicht unerfolgreich war, aber das ist nicht so durch die Decke gegangen wie dann Star Citizen, wo ja immer mehr Millionen und Millionen und Millionen rankamen, weil alle halt sagten, ja, oh, Chris Roberts macht ein neues Spiel, das muss ich spielen. Ich habe damals, keine Ahnung, was auch immer geliebt. Nenne hier ein beliebiges Chris Roberts Spiel. Und das fehlt halt bei Steven. Da kann man nicht sagen, oh, der hat früher Klassiker XY gemacht. Ich will ein Spiel von ihm. Nicht ein Kind von ihm, sondern ich will ein Spiel von ihm. Und ein Kind. Ja, und ein Kind. Ja, okay. Ich würde zu dem nicht Nein sagen. Aber gut. Ich glaube eher, ja, ne? Ich reib mich rein. Egal. Ich sage nichts mehr dazu. Aber ihr wisst, also das ist, ich meine, da ist so der, bei Star Citizen ist wahnsinnig viel Personenkult um Chris Roberts da. Und der fehlt bei Ashes, habe ich das Gefühl. Ja, das ist so, ich kann mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum das noch nicht so hypt. Und ich kann mir vorstellen, spätestens wenn es auf die erste Beta zugeht, wo dann ja auch nochmal Leute drin, ich glaube, nee, die Beta, sind in den Beta 1 und 2, sind die Pakete nur, waren das nochmal separate Pakete? Ich weiß schon gar nicht mehr, oder? Ja, das, genau. Ja, ne? Die konnte man auch noch, die kleineren, die nicht ganz so, genau. Weil ich meine, $250, muss man ja auch mal sagen, ist eine echte Hausnummer. Das hätte du? Ich... 10.000 war das Höchste, also kannst du auch 10.000 ausgeben. Ja, aber für mich zum Beispiel sind 250 Euro schon eine echte, oder $250 schon ordentlich was. Und ich habe das also wirklich nur gemacht, weil ich da jetzt so weit überzeugt war, dass das auch was wird mit dem Spiel. Und weil ich mich da auch sehr drauf freue, weil das interessant klingt und sehr vielversprechend aussieht und sich das auch in Zukunft noch toll weiterentwickeln kann. Aber ja, so ein du kommst ja auch gut was dafür, für die 250 Euro. Ja, das sowieso. Ich meine, wenn man überlegt, was da auch drin ist, ich meine, dass da auch noch ein halbes Jahr Abogebühr mit drin ist in dem Paket, muss man ja auch überlegen. Ja. Aber Star Citizen kann ich zum Beispiel, ich weiß nicht, 50 Euro oder so zahlen und kann es jetzt spielen. Und auch wenn es noch lange nicht fertig ist, trotz allem, ist es schon soweit spielbar und für alle frei verfügbar. Und das fehlt gerade bei Ashes noch. Ich glaube, wir sind einfach bei Ashes noch nicht so weit an dem Punkt, dass da wirklich der Hype losgehen kann. Ja gut, dafür kann man halt jetzt mit 200, ich sag jetzt mal, mit $250 halt die Alpha dann auch durchgehend spielen. Ne? Ja, natürlich. Also, das deswegen sage ich ja, ich denke mal, wenn die Alpha 2 jetzt eine Weile läuft und dann irgendwann die Beta-Phase losgeht, keine Ahnung, wann das sein wird, vielleicht irgendwann im, weiß ich nicht, im nächsten Jahr dann irgendwann, dann wird das vielleicht auch ein bisschen mehr Hype-Fahrt gewinnen. Ne? Das ist... Ja. Ja, also das so am zielführendsten wäre es ja, wenn der Hype erst halt zur zweiten Beta kommen würde. Ja. Und dann weiß man jetzt, wenn da der Peak des Hypes erreicht werden würde, dann ist das Release in einer absehbaren Zeit
vielleicht ein halbes Jahr oder ein Quartal. Und ja, und dann kann man den aufrechterhalten, wenn der jetzt schon sehr groß wäre. Aber gut, er war schon ein paar Mal relativ hoch, fand ich. Und dann ist er immer wieder abgeflaut, weil dann, ja, dann war die Alpha 1 vor 2 Jahren, 2,5 Jahren. Und das da noch halb aufrecht zu erhalten, ist dann über so lange Zeit, ist dann schwierig. Das sind dann wirklich nur die, die halt sich komplett dem verschrieben haben. Jetzt sag ich mal, wie Marc zum Beispiel oder so, die sich halt komplett darauf fixieren. Und ja, und deren Zuschauer, aber es ist, ich glaube, dass dann, wer hat eine große Reichweite? Asmongold zum Beispiel, der kommt jetzt auch da, den nenne ich jetzt nur wegen der großen Reichweite, nicht weil ich ein Fan von ihm bin. Aber der hat halt nun mal eine große Reichweite und seine Reactions werden ja auch immer positiver und sowas steht dann auch. Und ja, solange er halt die Content-Creator halt noch begeistert hat, dann sind nicht mal im Pool von Leuten als Potenzial, die dann später als Spieler dann auch bleiben. Die können oder viele ziehen ja dann wahrscheinlich dann auch wieder weiter in der Zeit. Wie gut Ashes in allen Facetten geeignet ist zum Streamen, ist dann halt auch noch so eine Sache. So Sachen wie Burgbelagerungen und Trade Runs werden wahrscheinlich jetzt nicht so gut für Streams geeignet sein, dafür aber halt sehr viel im PvE oder wenn man BG-Schlachten macht oder sowas, da ist es dann, da geht es dann schon besser. Also es ist, denke ich, für alle dann was da. Und der Hype wird, also wir haben 100.000 verkaufte Alpha 2-Abos, wenn ich das richtig habe. Das ist schon mal Über so, ja, über. oder schon über, das ist schon mal eine ordentliche Basis. Da würden viele andere zum Start schon sich von schreiben, wenn sie das hätten. Und ich glaube auch, dadurch, dass es wirklich viel Tiefe und gute Systeme hat, jetzt mal im Gegensatz zu New World, dass er dann, wo man dann doch schon merkt, dass es dann relativ schnell nochmal umgemodelt wurde und so weiter. Und ja, und ich glaube, das hat eher das Potenzial, dann die Leute dann aufzuhalten, die dann wirklich mal da sind. Weil halt jeder sich austoben kann. Die PvEler werden bedient, die PvPler können das machen, wie sie möchten. Mit der Open World PvP, das ist so ein bisschen kontextabhängig, ob man das gut findet oder nicht. Das hat auch das Potenzial, einen gewissen Grad an Spielerschaft zu vertreiben. Jetzt mal die RP-Spieler zum Beispiel, oder die viel im Handwerk nur machen wollen. Das kann sein, wenn die dann halt immer auf Tour gehen, um zu farmen und dann abgefarmt werden, das könnte auf Dauer dafür sorgen, dass einfach dann weniger Spieler dann da sind. Und muss man sagen, aber ich denke, der Hype ist im Moment okay für den Status, den es hat. Der ist noch nicht so groß und er ist gut basiert. Wir haben jetzt 100.000, die in einem halben Jahr in die Server fliegen. Es wird viel dann im YouTube geben. Das wird dann wahrscheinlich nochmal einen ordentlichen Hype-Push geben. Aber der wird dann, wie Daniel gesagt hat, vermutlich dann auch dann nochmal ein bisschen runtergehen, weil die Leute es einfach nicht selber spielen können. Es gibt ja sehr viele soziale Interaktionsmöglichkeiten. Das Spiel baut ja praktisch darauf, dass die Leute miteinander interagieren. Und ich glaube, dass das was ist, was man selber erleben möchte. Dann nur dabei zuzuschauen, das verliert sich dann das Interesse dann, glaube ich, mit der Zeit dran. Und dann, wenn die Leute wissen, oh, jetzt können wir bald selber ran, und dann wird da, glaube ich, wirklich ein Hype entstehen. Dann wird auch die Werbetrommel, glaube ich, richtig gerührt werden. Genau, Und weil da sie ist ja noch, war ja ein Profi, was das Verkaufen betrifft. das ist ja gerade alles noch ziemlich low-key, was die Werbung angeht. Aber finde das auch, also wenn ich mir das so überlege, frage ich mich auch, würde ein zu großer Hype da nicht auch eher schaden? Weil ich denke dann immer so an Spiele, wo dann so die Heuschreckenschwärme von Spielern einfallen, alles kahl fressen und dann zum nächsten MMO weitergehen, ne? Ja, Also die das ist Flame-Nomaden so. nenne ich die immer, ja. Ja, genau. Und das fände ich ehrlich gesagt sehr uncharmant, wenn das passieren würde. Also da habe ich dann doch lieber eine Playerbase, die wirklich vom Spiel überzeugt ist und wäre dann, also ne, nicht nur die, die sich jetzt diese Pakete gekauft haben, sondern auch die später dann eben dieses Abo-Modell sich leisten. Das finde ich dann eigentlich angenehmer, weil das sind dann die Leute, die wissen, worauf sie sich einlassen und nicht die, die nach 2 Tagen motzen, dass sie ständig überfallen werden, wenn sie mit einer Karawane irgendwo unterwegs sind, weil sie sich halt mal da nicht vorher informiert haben. Also, keine Ahnung. Ich denke also, zu großer Hype könnte auch eher schaden. Ja, das, was Gothic da geschrieben hat, dass man halt auch an der Entwicklung wirklich so dran partizipieren kann, das macht halt auch schon einen großen Unterschied noch aus. Ja. So, gehen wir mal kurz auf die Fragen ein, ne?
Ich merke schon. Lucky hat es eigentlich ganz gut gesagt. Also, als ich meine, es werden in den Köpfen Luftschlösser gebaut, die zu Enttäuschungen seitens der Spieler führt. Finde ich auch gut, ja. Also, wie gesagt, ja. Ich denke mal, das kommt auch dann auf, ich will es jetzt nicht so sagen, aber aufs Alter an. Na, ich meine, wir sind jetzt vielleicht in einer Phase, wir haben ein bisschen mehr Erfahrung in dem Genre. Na? Vor allem manche haben ja noch die Geburten der MMOs sozusagen mitgemacht. Ja, im Thema, genau. Ja, im Thema Enttäuschung und so. Ja, man soll sich, also mir persönlich war es EverQuest Next. Ich habe mich mega drauf gefreut, bla bla. Ich habe schon auch einige MMOs durch und wurde dann seitens enttäuscht. Warum ich dann auch meistens, klar, Arcane ist auch so ein Fall, ne? Aber das Problem ist, Ashes hat genau das eigentlich, was ich so feiere. Erstens der Stil, dann auch die Rassen und so weiter. Endlich habe ich meine Zwerge und so, und so weiter wieder. Aber. Es wird viel verbunden. Es werden viele Aspekte verschiedener Games wird einfach verbunden in ein MMO. Ich habe das Housing von da, ich habe die Schiffsschlachten, was du ja auch nicht in vielen MMOs hast, sondern Arcade und so weiter. Ja, du hast so viele Aspekte, die mir halt einfach gefallen. Ja, und ich denke mal, Thema Hype, es ist einfach noch nicht angekommen, das Game. Und das ist auch gut so, weil ich sehe das nächste Problem. Ja. Alpha 2 ist für mich, ich weiß nicht, ob ich das so geil finden soll, dass eine Alpha 2, ich meine, die wird wahrscheinlich schon gut ausschauen, ne? Besser wie manche andere Spiele, aber es ist trotzdem eine Alpha und viele checken das nicht. Die denken sich, oh, das ist Ashes of Creation, ja. Ja, nee, Leute, das ist eine Alpha, das ist eine Alpha, das sind Bugs drin, ja, das sind, klar, wir haben schon das Grafikdesign grob, aber da geht es ja noch weiter mit den, was haben wir jetzt, Unreal Engine 1 Punkt, oder sind wir schon bei 2 Punkt? 5.1, sind wir da schon, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, dort sind wir noch. Ja, genau. Ich glaube 5.1, ja. Und da geht's weiter und weiter und weiter, ne? Also das wird sich alles verbessern. Auch Gothics hat es gesagt, wir sind auch Ella mit der Familie, genau. Da ist die Frage, gibt es die Hardcore-Gamer noch? Klar, also sicherlich wird es in Ashes of Creation, die werden hundertprozentig da sowieso wieder. Die gibt es in jedem MMO. Na? Ja. Also die können sich in Ashes verlieren, die Hardcore-Gamer. Wenn die dann den Bürgermeister oder Königs oder Job anstreben, da ist man, also ich glaube, es können auch nur die Hardcore-Gamer das zeitlich bewältigen, weil das ist ja ein unglaublich großer Aufwand, administrativer, den man da betreiben kann. Also es gibt ja so viele Stellschrauben, die man dann drehen kann und in welche Richtung man dann die Node entwickelt und so weiter. Das ist ja unheimlich verschüttet und groß, dieses System. Und einer, der sich abends am Feierabend einloggt, der wird dann nicht erst noch 2 Stunden administrative Steuern einstellen und Gebäude bauen und sich Strategien überlegen, was tun wir jetzt als nächstes landwirtschaftlich auch machen, weil es gibt ja, ich glaube, man kann ja auch wirtschaftliche Kriege führen, indem man einfach mal in einer anderen Not alle Bäume abholzt, damit die, die Atrophie in der Stadt schneller voranschreitet und so weiter, in der feindlichen. Und das muss ja alles geplant werden und das können doch wirklich nur die Hardcore-Gamer wirklich planen. Uns als arbeitende Bevölkerung. Wir sind dann mehr die Exekutive, die das dann ausführen. Du musst mal gucken, schau, deine Verbindung ist, glaube ich, nicht so gut. Deine Stimme geht immer ein bisschen weg. Jetzt wieder besser? Ja, es wird mal wieder besser und dann geht es mal wieder ein bisschen weg. Aber Verstand habe ich jetzt noch, aber ja, es passt. Genau, Gothics, ja, also das ist ja auch so ein Ding. Na, da habe ich heute unter meinem Video habe ich einen schönen Kommentar gekriegt, Thema Soloplay und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch kein Hardcore-Gamer. Erstens bin ich viel zu bad. Ja, ich bin überhaupt kein guter Gamer, aber ich zock halt einfach gern. ja, Family und so weiter. Das ist halt. Also ich sag's immer wieder gern, Steven hat gesagt, Ashes of Creation ist nicht für jeden was. Aber trotzdem wird es möglich sein, auch wenn viele sagen, oh, Open PvP, ich habe keinen Bock auf das Game wegen dem Open PvP. Es wird viele Aspekte geben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du einen Dungeon allein durchrennst und so. Wird es nicht geben. Es wird Aspekte geben wie dein Freehold oder dein Housing kannst du selber machen. Ja, die Städte unterstützen, ja, deine Bürgerschaft rein. Also es wird, du kannst Vera bereisen, ja, aber es wird halt für viele Sachen schwerer, sag mal, Ashes of Creation und da wieder auf dein Ding, sag's mir, irgendwer hat's jetzt geschrieben, wegen Dungeon Finder, wir werden immer weicher, ja, die Spielerschaft wird immer weicher, es ist wirklich so, na, also die Spiele werden immer leichter gemacht und ich glaub mir, Leute, Ashes of Creation wird auch noch angepasst,
Wenn da zigtausend Leute rumheulen, weil das und das nicht passt, das wird trotzdem angepasst. Aber trotzdem muss es einen Content geben, ja, der anspruchsvoll sein muss für die, wo das auch wollen. Ne? Aber du hast ja allein schon die Schwierigkeit wegen XP-Verlust, ja. Da ist es nicht so, dass du 20 Viecher aufeinander holst und deine AOEs raushaust. Das, Ashes of Creation wird viele Leute abfacken. Ja, es wird wahrscheinlich so sein. Aber ich find's cool. Also ich find's cool, wenn ein Spiel anspruchsvoller ist. Aber ich komme jetzt auch noch aus der anderen Schiene halt jetzt, ne? Da ist es halt. Also ich glaube, am Anfang sollte man ihn so wenig wie möglich Convenience bieten dem Spielern und dann kann man nachher immer noch mal was nachgeben, wie jetzt, wenn einer. Also ich bin auch kein Freund von Dungeon-Fan und so weiter, aber wenn, ja, dann kann man immer noch nachgeben. Was schwieriger ist, stelle ich mir es andersrum vor, wenn man halt erst so die ganzen Convenience-Sachen hat und sie ihn dann wegnimmt. Andersrum. Wenn es von Anfang an nicht da ist, ist das, glaube ich, dann besser. Und ich glaube, dass sie damit auch auf einem guten Weg sind, weil sie wollen ja, dass die soziale Interaktion unter den Spielern nochmal fördern. Dass nicht wie in den meisten letzten MMOs jeder für sich spielt, jeder guckt, dass er am Leben bleibt, ausweicht, blockt und so weiter, sondern dass da hier wirklich nochmal nicht in der Gruppe 5 Solo-Spieler spielen, die dann zufällig gerade auf das gleiche Monster klopfen, sondern wirklich man sich gegenseitig suchen muss, die Gruppe zusammenstellt und dann das Problem damit angeht und es auch nur so schafft, wie du gesagt hast, alleine oder zu zweit einer pullt, macht einen Kreispull und tut sie alle auf einen Fleck und der andere bombt die dann weg. Ich glaube auch nicht, dass das da vielleicht später mit Endausrüstung und so weiter geht, wird das bestimmt irgendwo möglich sein. Irgendwelche Spots zum Dauerfarmen finden die Leute ja immer. Aber so grundsätzlich, dass man es erstmal den Leuten unbequem macht und sie gezwungen sind zu interagieren mit den Mitspielern, das ist oder mit der Gilde, das ist was, was ich sehr begrüße in diesem Spiel. Ja, und vor allem, hoffe, dass sie das beibehalten. Weil es halt kaputt geht, die ganzen MMOs, es geht immer mehr kaputt. Allein Elder Scrolls Online, ich meine, ich liebe das MMO, ist ja kein Problem, ne? Aber selbst Guild Wars, ne, und so weiter, du kannst so viele Sachen einfach alleine machen. Hör doch auf mit dem Scheiß. Ja. Ja, das fängt ja schon beim Berufesystem an. Es fängt ja schon beim Berufesystem an. Egal ob New World, ob ich weiß, Final Fantasy und so weiter und so weiter. Du kannst ja alles selber machen. Du bist ja ein Allrounder, du bräuchst gar keinen anderen. Du nimmst einfach nur Zeit und sonst was. Du kannst alles selber. Hör doch auf damit. Es ist ein MMO. Ja, damals bei World of Warcraft Classic, ja, Retail, konnte man auch nicht alles machen. Ja, da hat man sich auch noch hingehockt und hat jedes Mal Wasser gesoffen als Magier oder sonst irgendwas. Das ist, ja, es wurde immer leichter gemacht. Aber warum? Weil die Leute, die haben dann rumgeheult und umso, es funktioniert ja, die MMO sehen ja, es funktioniert. Ja, das ist genauso, warum muss ich denn eine Story noch vertonen? Warum muss ich da eine fette Geschichte reinschreiben und so weiter? Die Leute klicken es ja eh nur durch, um schnellstmöglich zum Endgame zu kommen. Ja, Die Leute haben die ganze Zeit eigentlich immer nur für den persönlichen Progress gespielt und da ihren Spaß draus gezogen, was man hier auch hat. Aber man hat dazu auch, dass man halt den Spaß aus dem gemeinsamen Erlebnis der einzelnen Sachen dann hat. Auch wenn es dann, ich meine, man weiß nicht, wie die Bosse funktionieren. Die machen vorher keine Kreise auf den Boden, wo der nächste AE runterkommt, sondern das muss man sich halt erspielen und solche Sachen. Man erinnert sich dann an schöne gemeinsame Erlebnisse, Dungeon Raids, auch wenn sie schiefgegangen sind oder PvP-Schlacht und das wird dann nochmal das sein, wo man sich dann mit Freude dran erinnert und nicht, oh, da habe ich das Schwert jetzt gehabt und da habe ich da nochmal mein Item-Level nochmal um einen halben Punkt hochgesetzt. Das ist hier auch, aber das andere kommt halt dazu und das war bei den anderen das, was ich so ein bisschen vermisst habe. Also ich finde das ja auch immer bisschen schade, dass bei allen MMOs oder fast bei allen Spielen irgendwie immer nur Endgame Thema ist und man vergisst, dass da einfach der Weg das Ziel ist. Also ich spiele jetzt seit ich glaube anderthalb Jahren WoW Classic, ein Let's Play auf meinem Kanal. Ich habe über 200 Folgen damit. Ich gehe einfach mit meiner untoten Priesterin dadurch, ich lese alle Questtexte, alle Dialoge, ich nehme alles mit. Es dauert natürlich ewig lang, aber ich habe mehr das Gefühl, da was zu erleben und Dinge auch mitzubekommen, die ich früher vielleicht nicht mitbekommen habe.
Einfach weil ich mir die Zeit lasse. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, heutzutage wird immer alles gerusht. Ne? Das ist, ist immer nur so, so, wir hatten das ja vorhin noch in unserem Guild Wars 2 Ingame-Chat, wo jemand fragte, ob wir uns die Videosequenzen angucken. Und ich gucke mir jede Videosequenz an, jeden Dialog, auch in Guild Wars 2, auch die Sachen, die ich schon kenne, einfach weil das für mich zur Atmosphäre dazu gehört und weil ich das ja, ich meine, das Ding nennt sich Role-Playing-Game, also das ist nicht, das heißt nicht Durch-Rush-Game, ne? Also wie gesagt, das, ich fände es schöner, wenn die Spieler einfach wieder mehr Ruhe in das Ganze reinbringen würden und nicht mehr nur so viel Hektik. Den Stress und die Hektik habe ich auf der Arbeit mehr als genug. Und für mich ist jedes Spiel, das ich so spiele, in das ich auch eintauchen will so ein bisschen und ein bisschen Roleplay machen möchte mit meinem Charakter, Entspannung. Und also ich brauche nicht abends nach einem 10-Stunden-Tag noch Stress im Spiel, wenn ich den Stress so hatte. Und wie gesagt, der Weg ist das Ziel, sage ich grundsätzlich immer bei allen Spielen, die ich spiele. Und da hoffe ich, dass das bei Ashes eben auch funktionieren wird. Ich bin eigentlich ganz guten Mutes, weil es halt zum Erkunden einlädt. Ganz doll, was ich so gesehen habe bisher. Und ich liebe es, Welten einfach zu erkunden, rumzulaufen, mich durchzusterben vielleicht, aber hey, egal. Einfach. Es gibt auch Schatzsuche zum Beispiel. Ja, Schatzsuche, ja, Points of Interest. Ja, da freue ich mich schon total drauf, auf diese Sachen. Einfach, weil ich eben auch finde, dass die Spielwelt dazu einlädt, zumindest dass man, was man halt bisher davon gesehen hat. Also das ist ja alles, das ist nicht alles so 0815 gleiches Schema. Da sind versteckte Ecken und Winkel und da kann man einfach halt die Welt sich erschließen und erkunden und erleben. Und das finde ich total wichtig. Du kannst endlich mal die Elfenfrau sein, die du im Real Life sein willst, ne? Ja, die zarte Elfe. Ja, die zarte Elfe. Ich bin doch nicht schon. Hey. Ich kann endlich der kleine dicke Zwerg sein, ja. Genau, du wolltest immer schon der kleine dicke Zwerg sein. Genau. Der kleine dicke Zwerg. Okay. Ja, aber das ist, darum geht's ja einfach. Das Gothic hat es gerade auch noch geschrieben. Aus dem Real Life entfliehen, das ist MMORPG-Fantasie. Ja, und das ist es ja. Ja, und also, es gibt halt verschiedene Leute. Ne? Es gibt halt die, wo am Abend dann gerne ihr Housing und so. Und deswegen ist halt Ashes auch wieder schön, weil die alles bieten. Ne? Du willst abends ein bisschen Action, dann gehst du Arena mit Rangliste oder so. Ja, oder gehst halt Raid auf Ultraschwer oder sonst irgendwas. Ja, die gibt's ja auch, die sagen, oh, ich will jetzt was richtig Hartes erreichen. Ja, die gibt's ja in ESO auch. Ne? Diese No-Death-Run und so weiter und so fort. Ja, und dann muss halt noch Möglichkeiten da sein. Ne? Und dann muss ich leider New World wieder hertun. Was hat ein New World für ruhige Möglichkeiten gehabt, ja, du bist Dungeon gegangen oder sonst, okay, aber was hast du denn gehabt, Angeln, ja, oder hier hast du halt, bei Ashes hast du mal Roleplay groß geschrieben, das hast du in vielen MMOs einfach gar nicht, ne, diesen Roleplay-Aspekt, also da wird, wie gesagt, für jeden was dabei sein, ne, aber, jetzt kommen wir mal ein Ding weiter, ja, also wie gesagt, der Hype, er steht, er ist noch nicht da, ja, also wie gesagt, wir haben ja mittlerweile eine angenehme Fan-Community, was Ashes of Creation angeht, aber Ashes of Creation wird noch ein paar Jährchen dauern, ja, wo viele halt sagen sich, oh scheiße, ich würde es am liebsten jetzt zocken, na, aber ihr wisst, was ist, na, wenn halbfertige Games rausgebracht werden, New World, und deswegen müssen wir aufpassen, aber Ashes of Creation darf sich auch nicht zu viel Zeit lassen. Und da kommen wir jetzt, und da tue ich jetzt mal auch ein Video abspeichern und die Dayelle, die hat schon gesagt, die hat sich super vorbereitet davon. Ja, ja, sorry. Super gemacht. Und zwar, was kommt eigentlich auf uns zu? Die Unreal Engine 5 ist ja jetzt schon ein Weilchen da. Natürlich die upcoming Games, ja, die können ja nicht sagen, ich spiele, ich komme jetzt wieder Unreal Engine 4 oder irgendeine billige eigene Engine oder sonst was. Nein, die legen nach und kommende Games, die auch kommen, Unreal Engine 5 und natürlich mit Systemen oder Aspekten von anderen MMOs, ne? Also was andere MMOs machen, das bauen wir sozusagen mit rein. Ja, ich will jetzt nicht Ding oder so sein, aber die Chinesen, die haben da ja sowieso so ein super Ding, irgendwie alles rauszukopieren. Deswegen, Dayelle, wie hast du dich jetzt schlau gemacht? Ja, ich lasse jetzt einfach mal laufen. Das sind so upcoming MMORPGs, die halt irgendwann mal geplant sind. Ja, was hast du dazu zu sagen? Wie wird die Konkurrenz, was siehst du als Konkurrenz für Ashes of Creation?
Da sehe ich tatsächlich nur zwei Spiele, die wirklich irgendwie so, also die so grob in eine Konkurrenzrichtung gehen, weil ich habe mir angeguckt, was kommt an MMOs oder sagen wir, was ist geplant an MMOs und was beinhalten die? Und da gibt es viele, die gehen mehr in die Theme-Park-Richtung, da sind also wie ein WoW. Und dann gibt es Sachen, die sind mehr so nur Sandbox, aber Ashes soll ja diese Mischung aus beidem sein. Und ich habe halt, mir Videos angeschaut, natürlich Trailer, die man immer mal mitbekommt. Ich notiere mir das dann immer und behalte die Spiele dann im Auge. Und zuerst habe ich gedacht, oh, Throne and Liberty, das könnte ja ganz gut werden. Aber mittlerweile habe ich gedacht, ach, vielleicht dann doch nicht so. Das ist, das schwächelt, glaube ich, gerade total in Korea. Und die versuchen jetzt den Start im Westen, verschieben ihn aber auch immer weiter, um das Spiel noch zu retten. Darum habe ich das eigentlich für mich so ein bisschen ausgeschlossen. Und was ich tatsächlich als Konkurrent sehen würde, ist Pax Dei. Das sind die EVE Online-Macher. Die wissen, wie MMO geht. Die wissen, wie ein Open-PvP-MMO geht. Ich weiß nicht, EVE Online läuft, glaube ich, seit 2003 oder 2004. Das ist also ein Veteran. Und die haben das ja auch weiterentwickelt über die Jahre kontinuierlich. Also bei denen würde ich sagen, ja, das ist auch tatsächlich ein Spiel, was mich interessieren würde. Ich glaube aber tatsächlich auch nicht unbedingt, ob das jetzt irgendwie nächstes Jahr released wird oder so. Das verschiebt sich ja auch alles immer weiter. Sieht auch sehr hübsch aus. Ist ja auch Unreal Engine 5, ne? So kann man ja schon sagen. Also, ne? Ist nicht schlecht. Das läuft ja gerade auch, das Video. Dann hatte ich mir auch Nightcrows notiert, aber das ist totaler PvP-Schwerpunkt. Das sehe ich gar nicht so als die Alternative. Und es ist, wenn man sich die Webseite anguckt, das ist so von Systemen überfrachtet. Ich habe sie aufgemacht, habe 3 Sekunden drauf geguckt und habe sie wieder zugemacht. Also das war ganz furchtbar. Dann hatte ich mir notiert Legend of Ymir. Das ist die Fantasy-Variante von Mir 4 oder Mir 4. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Das ist ein Blockchain-Spiel. Ich habe es weg. Sofort weg. Nicht. Dann Arch-Age 2, was natürlich, also das würde ich sagen, ist so neben Pax Dei die härteste Konkurrenz, wenn sie ihrem ursprünglichen Konzept treu bleiben und da nicht alles über den Haufen schmeißen. Und gerade sieht es so ein bisschen danach aus, als wollten die sich inhaltlich jetzt ein bisschen anders mehr in Richtung klassisches MMO orientieren. Zumindest habe ich das so in den Videos entnommen, die ich mir angeschaut habe. Wie meinst du klassisch? Ja, nicht so den Sandbox-Charakter mehr, sondern da mehr in die Theme-Park-Richtung wieder. Und aber so wirklich schlau draus geworden bin ich aus diesen Videos auch noch nicht. Da gab es so ein paar Interviews mit dem Entwickler. Karawanen, genau. Aber man soll jetzt wilden Dörfer bauen, also das Bauen wird auch wieder dabei sein. Ja, und Housing und alles, also das, was in Arch-Age 1 auch schon drin war. Also vieles soll drin bleiben, aber manche Sachen sollen auch wieder geändert werden. Und ich weiß noch nicht genau, da warte ich auch mal ab. Das ist ja auch, das verschiebt sich ja auch jedes Jahr wieder neu. Also ich meine, das hat sich, jedes Studio hat in den letzten paar Jahren mit Corona gekämpft. Die Pandemie hat allen richtig Knüppel zwischen die Beine geworfen. Da haben sich eine Menge Spiele verschoben. Okay. So sagt man das, ja. Knüppel zwischen die Beine geworfen. Ja, kennst du den Begriff? Ja, das ist vielleicht was Rheinisches hier, der Ausdruck. Okay. Die armen Entwicklerstudios haben alle Beine zwischen die Knüppel. Knüppel zwischen die Beine, so. Okay, ich bin gleich fertig mit meiner Liste, also fast durch. Dann habe ich noch Soulframe. Soulframe ist der Fantasy-Nachfolger von Warframe. Ich finde das super spannend. Wenn das auch nur annähernd so gut wird, wie der Trailer verspricht, dann werde ich das auf jeden Fall spielen. Das ist für mich aber auch keine Ashes-Konkurrenz. Denn Warframe ist eine ganz andere Art Spiel vom Konzept her als Ashes. Das geht auch, glaube ich, nicht auf die gleiche Zielgruppe. Ich sehe das auch nur so halb als MMO. Das hat nicht so eine offene Welt, durch die ich rumlaufe. Das ist alles so ein bisschen instanziert. Und ich kann zwar anderen Spielern über den Weg laufen, ich muss aber nicht. Und nur wenn die gleiche Mission machen wie ich. Also es ist nicht so wirklich ein MMO im eigentlichen Sinne. Dann habe ich die offene Beta von Tarisland gespielt, weil ich dachte, ach, guckst du doch mal rein in das quasi
Tencent WoW. Und ja, also nee, ich habe dann gedacht, das Jahr 2009 hat angerufen, möchte seine Grafik zurück. Und ich hab's eine Stunde gespielt und ich fand es grauenvoll. Okay. Die Trailer sahen nett aus, habe ich gedacht, teste ich es, aber spieltechnisch, also das Spielgefühl bei mir überhaupt nicht funktioniert. Deswegen, da habe ich dann direkt gesagt, oh, nope. Dann gibt's noch Into the Echo, wo es außer einem weirden Trailer und sehr wenig spärlichen Infos auf der Webseite noch irgendwie gar nichts zu gibt. Ist für mich also auch wenig Konkurrenz zu Ashes, weil ich noch gar nicht weiß, was das beinhalten wird. Quinfall haben wir ja schon gehört, das ist ein neues Day Before, nur also so eine Sammlung von Asset Flips. Zumindest ist das, was ich da in den letzten Monaten mitbekommen habe, was ich sehr traurig fand. Tja, und dann noch Chrono Odyssey, was eine interessante Zeitmechanik hat, was ich auch mal bei Steam irgendwie auf meine Wunschliste zum Nachverfolgen gesetzt habe, aber wo man auch nicht viel zu erkennen kann. Und ich finde, das sind so zumindest die Spiele, die ich jetzt so im Auge habe, die so grob in die MMO-Richtung gehen. Da sind sicher noch andere bei, oder da kommen sicher noch mehr. Aber das sind so die großen, die ich auch da verfolge. Und da ist wirklich, also außer ArchAge 2 und Pax D sehe ich keine wirkliche Ashes-Konkurrenz. Ja gut, man muss auch ein bisschen differenzieren, weil ich sage jetzt mal, die anderen Games, da so dieses War of Soulframe und so, ist ja auch ein ganz anderes Zeit und da Ding. Ja? Also viele, die dann auch sagen, oh, ich möchte halt doch wieder den mittelalterlichen Fantasy-Look oder so. Mhm. Na, also so wie ich jetzt zum Beispiel, ich kann sagen, sowas wie Soulframe oder Star Wars oder so, das ist nicht meine Zeit. Dieses Sci-Fi-Zeug ist nicht meins. Na? Aber so die passende Konkurrenz würde ich auch sagen, würde ich wirklich Pax Day. Ja, weil das halt interessant ist, weil da gibt es keine Questgeber und so. Also da ist es wirklich so, dass Gegenstände die Quest schreiben anscheinend und halt das Bausystem und so. Aber da gibt's halt, ich glaube, da war jetzt wieder irgendwas mit dem Bezahlmodell, war jetzt nicht so geil und so weiter. Na, aber das ist ja im Endeffekt auch ein bisschen was anderes, ne? Ja, es ist eigentlich ein Survival-MMORPG. Ja, ist mehr Survival, ne? Sagen. Ja. Hat mich mehr daran erinnert. Und bei ArcheAge muss man halt schauen, wie deren Monetarisierungssystem wieder wird, wenn das wieder Pay-to-Win wird. Ja. Dann wird es auch gleich wieder. Also, das ist es ja. Ist so richtig was komplett alles abdeckt, was Ashes abdeckt, sehe ich so gar nicht. Immer nur so partielle Sachen, auch ein PvP halt, dass das dann im Fokus steht. Aber etwas, was jetzt mal wirklich mal alle Facetten abdeckt, dass man wirklich ein Spiel geht und eigentlich gar nicht weiß, was man, also es gibt so viele Optionen, dass man eigentlich nur die Reihenfolge sich über, dass man eigentlich mehr damit Probleme hat, in welcher Reihenfolge man dann jetzt alles erleben möchte. Am anderen ist das eigentlich dann relativ kanalisiert, oder eher kanalisiert, was man dann jetzt als nächstes machen könnte, sollte und so weiter. Ja, also da muss ich Schau recht geben. Also in Richtung Ashes gibt es eigentlich so großartig nicht. Wirklich, vielleicht dieses ArcheAge 2, wenn es einigermaßen angehaucht wäre, dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, wenn es so angehaucht wäre wie ArcheAge 1. Weil man muss ja auch sagen, Steven hat ja auch hat auch ArcheAge gezockt und hat auch viele Ideen daraus genommen. Ja, allein das Schiffssystem wird wahrscheinlich darauf ausbauen und so weiter. Ja, Housing-System, das war ja auch super in ArcheAge. Also Mega, ArcheAge war ja auch im Prinzip ein super Spiel, ja, eigentlich. Ja. Eigentlich. Ja. Und dann kommt immer dieses Hey, du win, baby. Na, und dann haben sie es ja nochmal mit ArcheAge, keine Ahnung, wie es heißt, Anniversary oder so, was danach rauskam, aber auch ich sag mal ein Albion oder ein Path of Exile 2 oder so würde ich jetzt auch nicht vergleichen. Man geht in die MMO-Branche mit rein oder Genre, aber ist halt, guck mal, jetzt wird hier Star Citizen, was ist denn da los, ey? Oioioioioi. Jo, ciao Lucky, schön, dass du da warst. Aber ja, also wirklich gesagt, ArcheAge wäre so das Ding, wo ich sagen würde, könnte, ja, das mit dem Riot, wie gesagt, wir haben es ja vorhin gehabt, es wird immer vorgeschlagen, Riot MMO, ja, das steht aber sowas von in den Sternen. Na, und auch die Leute, wo sagen, ja, jetzt mal auf Star Citizen zurück, ne? Star Citizen,
wird nichts für mich sein. Ich mache das Sci-Fi-Zeug. Aber ich habe da den lieben Kollegen Dieb, ja, da werde ich immer zugeballert mit irgendwelchen Videos. Es schaut absolut Bombe aus, das Game. Also das kann man nichts sagen. Es ist ein gutes Game. Ich will es nicht haten oder so, auch wenn es nicht mein Ding ist. Aber selbst Star Citizen sehe ich nicht als Konkurrenz für Ashes of Creation. Warum? Es ist ja was komplett anderes. Es ist was komplett anderes. Ja. Na? Richtig. Leute wie ich, wo Sci-Fi nicht mögen, die werden das gar nicht, die werden da gar nicht reingehen. Na? Ja, also die Zielgruppen überschneiden sich nicht nur, weil ein Spiel, also es gibt so viele Leute, die sagen, ah, das ist ein MMO, das ist doch was für dich. Und dann denke ich so, nee, also nicht jedes MMO ist für jeden MMO-Spieler, ne? Also die Genre überschneiden, also MMO ist ja kein Genre, aber ne, Science-Fiction, Fantasy oder keine Ahnung, irgendwas dazwischen, Science-Fantasy, da gibt es Leute, die hassen alles, was irgendwie Science-Fiction ist. Andere hassen alles, was Fantasy ist. Die werden nie im gleichen MMO zusammenspielen. Das glaube ich einfach nicht. Ashes ist eigentlich ein richtig schönes, klassisches Fantasy-Setting. Mit durchaus eigenen interessanten Ideen. Aber es ist ein klassisches Fantasy-Setting. Genau. Und das, selbst ein WoW ist kein klassisches Fantasy-Setting mehr. Da ist so viel Technik und Ingenieurskunst und irgendwas drin. Das ist so halb Steampunk an manchen Stellen. Und genauso in Guild Wars 2 hat teilweise Steampunk-Anleihen. Und ich fände es cool, wenn Ashes sowas gar nicht hat. Und wirklich mal diese komplette Fantasy-Richtung bedienen würde. Sowas, wie wir das in Herr der Ringe Online hatten. Ne? Klassische Fantasy für Fans von klassischer Fantasy. Das fände ich mal super. Das stimmt, ja. Ja, gut. Ja, man muss aber sagen, wenn ich jetzt so dran denke, der Porsche Launcher zum Beispiel ist ja auch ein bisschen eigentlich Steampunk, wenn man so nachgeht. Steampunk, diese, diese Magie-Elixierwerfer da, der jetzt rausgenommen wurde. Also kann sein, dass es da ein bisschen mit reingeht. Ne? Also so ist es nicht, aber man muss auch sehen, zum Beispiel die Grafik. Na, viele können mit der World of Warcraft-Grafik nicht. Das wäre jetzt zum Beispiel auch abgedeckt. Also wie gesagt, eine Konkurrenz rauszuholen, ja, das ist halt immer, ich meine, wir können ja nur vermuten. Na? Steven selber sagt, er sieht sich nicht als Konkurrenz für irgendein MMO, weil ja klar, was ist das Erste, was wieder rauskommt? Wird Ashes of Creation die Konkurrenz zu World of Warcraft? Jetzt hör doch mal auf mit dieser Scheiße, ich kann es nichts mehr hören. WoW-Killer. Der WoW-Killer, genau, der WoW-Killer. Warum soll denn jedes MMO WoW killen? Lass doch World of Warcraft World of Warcraft sein. Na? Die killen sich schon selber, wenn sie so weitermachen. Aber das ist halt, lass das Spiel doch Ding sein. Das ist das Größte. Viele haben da, keine Ahnung, 15 Jahre Ding drin. Die haben keinen Bock, das aufzugeben. Ist auch okay. Ist ein solides, gutes Game, World of Warcraft. Aber immer dieses, warum muss jeder Konkurrent sein? Klar ist es blöd, wenn Leute dann wieder abspringen von Ashes of Creation. Ja, aber es wird immer so sein. Na, aber da müssen nicht immer nur die Spiele was machen. Ja, ich meine, viele Spiele machen auch Scheiße. Ist einfach so. Na? Die kopieren da Handwerkssysteme, wo man überhaupt nicht braucht. Endgame bist du, keine Ahnung, in 3 Stunden bist du im Endgame. Lauter so ein Zeug. Na? Da sind die Spieleentwickler auch mit Schuld. Aber die Hauptschuld haben immer noch die Spieler. Ja, weil die Spieler richten die Games sozusagen. Ja, wir machen es ja möglich. Ja, wir skippen ja alles. Wir versuchen ja jedes Mal durchzuballern, um Endgame zu machen. Wir springen von Spiel zu Spiel. Na? Also das ist halt so immer dieses Wahnsinn, wie viele MMOs eigentlich auf uns zukommen. Na, wenn ich das Video hier so, ich habe das Video noch gar nicht angeguckt. Ich lasse es einfach laufen. Was schon wieder für MMOs auf uns zukommen. Ne? Dune Awakening ist für mich genau wie Ark 2 übrigens kein MMO. Ja, deswegen sage ich ja, Pax Day, so wie Shao sagt, ich sehe Pax Day auch nicht als pures, typisches MMO. So, ich gehe da hin, mache eine Quest, oder sonst was, ne? Ja, ist was. Ich weiß nicht, ob man dort auch essen und trinken muss, um zu überleben, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aber man baut ja. Aber halt auch, dass man halt selber bauen kann und so weiter, das ist ja dann eher selten. Das ist auch für Sandbox. Und der hat mich wirklich an Survival Games erinnert. Ich frage mich halt, wie viele Spiele Ashes dann später braucht, um halt gesund leben zu können. Wenn man jetzt sagt, sie kriegen 10.000 Spiele auf einen Server und man hat 5 Server voll mit 50.000 Spielern, ob das halt reicht. Und das ist, glaube ich, eine Zahl, die sie jetzt nach 3-4 Jahren schon erreichen könnten. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass sich das darauf dann vielleicht so einpendelt. Dann Ja. Schauen. Können wir auch vorstellen. Es ist halt eine solide Playerbase, die reicht dann. Ja, auf jeden Fall. Ja, und im Endeffekt
wird's halt die Base wird's halt dann auch regeln. Ne? Also wie gesagt, viele bleiben dann auch fest. Na, ist natürlich schwer. Wäre Ashes damals rausgekommen, ja, so zu WoW-Zeit oder so, mit den Konzepten und so, wenn es möglich gewesen wäre, ja, ne? Systeme sind ja nach den Jahren erst ausgebauter gewesen oder lassen sich ausbauen, wäre das bestimmt auch. Na, aber heutzutage ist der MMO-Markt so überfüllt. Na? Und vor allem aus dem koreanischen Raum. Na? Wie gesagt, das ist Wahnsinn, was da rüberkommt. Na? Was mir bei Ashes fehlt, Druide. Ach, das Gespräch hatte ich heute erst. Ja, der typische Druide, das sind die Leute ja echt enttäuscht, na, dass der nicht dabei ist. Ist überhaupt nicht so schlimm. Ah, echt? Ich liebe Druiden. Ey. Ich finde, also wenn diese ganzen Mixklassen da, wenn man sich das anguckt, was da alles möglich ist, da ist bestimmt was bei, was so ein bisschen in die Druiden. Bei den 64 Klassen, das wurde keine Druide genannt. Wirklich nicht. Das müsste ich mir die Liste nochmal aufrufen. Ja, der Engel, also, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Das hatte ich schon zwei, dreimal das Gespräch und ich sag so, ja, also ich denke mal, wenn du jetzt einen Ranger zockst, ja, und den als Sekundärbeschwerer oder so, dass du natürlich einen Begleiter oder so dabei hast, als, ich sag mal, einen Tierbegleiter, das geht dann so hin, aber du hast wirklich keine, also auch keine Namensnennung, ne, also da ist jetzt nichts irgendwie von, mein klar, es gibt Erdmagie, das hat der Elementar, oder der Magier mit drin, der Zauberer, aber es gibt wirklich keinen Druiden, es gibt keinen strikten Druiden, klar, es gibt einen Schaman und so, aber keinen Druiden. Ja. Ah, muss ja auch nicht sein. Also, du hast 64 Klassen. Also ich brauche jetzt nicht so ein Moonkin wie in WoW. Also ich brauche nicht eine fette Eule, die ich irgendwo hinstelle. Geil, geil. Also wenn man sich selber in dir, das ist halt, keine Ahnung. Hängt der Stream? Aber, weiß ich nicht. Hängt der Stream? Bei mir, warte mal, ich tu mal hallo, hallo. Hört ihr mich? Hallo? Ich weiß es nicht. Hört ihr mich? Hängt tatsächlich, der, hängt, es ist kein hängt, ne? Druide dabei. Test. Das heißt wirklich keine Klasse Druide. Nein, das heißt keine Klasse Druide. Ja, ich bin gerade jetzt Tableau geworden. Also hätte ich müssen da vorher drauf wetten, hätte ich doch 5 Euro auf Druide gesetzt. Hallo. Ja, doch. Hallo, bist du noch da? Ja, hallo, hört ihr mich? Der Stream hängt bei mir, ich weiß nicht. Hängt bei dir, warte mal, es geht, es bin baut sich gerade aus. Geht es wieder weiter jetzt? Ne? Glaube nicht. Ich schwatt mal an wieder. Okay, es schreibt aber jemand. Nur, wenn man nicht spielen kann. Hallo. Test. Dumbtruth. Wuhu, jetzt geht's wieder. Ja, perfekt. Ja. Gerade Deutschland, ihr könnt mich, ja, okay. Das Video hängt bei mir zwar immer noch, was du da drin hast, aber vielleicht stoppst du es einmal kurz. Ich sehe ihn gar nie winken, also alles gut. Und das Video oben bewegt sich auch. Bei mir steht hier alles. Du es mal erneuern? Okay, geht wieder. Ich lade mal neu. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Druide. Ja, der Druide. Also ist halt so ein Ding. Ne? Genau. Aber man muss dazu auch sagen, man muss auch bedenken, so viel Content wie Ashes of Creation jetzt raushaut, die brauchen ja auch noch Content für die Zukunft. Ja? Und was feiern Spieler mit am meisten, wenn eine neue Klasse reinkommt? Ich meine, klar, das ist ein Haufen Arbeit, ne? Weil dann, du musst halt diese Primärklasse, die halt dann auch sekundär ist, mit allen drüber kombinieren. Aber es wäre vielleicht möglich, dass sowas in der Art Druide noch kommt. Ja, also ich glaube nicht, dass da, vor allem, ich glaube, bei Arcage gab es den ja dann auch und so. Ist das, meint ihr den WoW-Druiden, oder? Ja, safe. Ja, Moonkin hat er geschrieben, ja, safe. Gothic meinte den WoW-Druiden, sonst hätte er nicht Moonkin geschrieben. Genau. Also, das ist ja die fette Eule. Ich habe WoW nicht gespielt. Also. Nein. Ich nicht, okay. Die Darmspieler, die haben WoW nicht mal angeschaut. Okay. Also, hast du noch was? Was denkst du, welche Konkurrenz, also welche MMOs könnten eine Konkurrenz darstellen? So aus deinen. So eine direkte Konkurrenz sehe ich eigentlich fast nicht. Ich denke, dass viele andere, sag ich mal, Leute, die einen anderen Geschmack haben, was die Anforderungen von einem MMORPG betrifft, werden dann zu anderen Spielen gehen. Es wird hier wahrscheinlich werden auch manche hier einfach gefrustet aufhören, weil es einfach zu viel Content vielleicht ist und sie dann
einfach nur von einem riesen Berg stehen und nicht wissen, wie sie den bewältigen sollen. Und aber so denke ich, also ich sehe nichts, also auch Guild Wars 3, wenn die sich so ein bisschen an Guild Wars 2 erinnern, ist das eigentlich auch ein ganz anderer Spieltyp. Und Arc Edge muss man dann halt schauen. Das ist eigentlich das, was ich da hauptsächlich sehe, gerade auch, weil Steven sich halt sehr viel an Arc Edge auch selber orientiert hat. Aber die hatten ja gesagt, dass sie eher Solo-Spieler freundlich das Ganze gestalten wollen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was ich vielleicht noch sehen könnte, aber das steht auch noch in den Sternen, Amazon arbeitet ja anscheinend wieder an den Herr der Ringe MMO. Und aber die Fanbase ist halt einfach, also die Fanbase ist halt einfach groß von Herr der Ringe. Und da kommt es halt wieder drauf an, wie sie es umsetzen. Ne? Wenn die das machen, wie die Ringe da macht, dann wird die Fanbase ganz schnell wegrennen und wieder Herr der Ringe online weiterspielen. Ja, es ist halt, ja, vielleicht haben sie ja gelernt aus New World und Throne of Liberty, das wollen sie ja auch, glaube ich, am Publishen. Ich weiß, das Franchise wird auf jeden Fall ziehen, das zieht immer Herr der Ringe, genauso wie Star Wars immer ziehen wird. Das wird allein aufgrund des Franchises schon Leute zumindest mal reingucken lassen und dann wird es auch ein paar dann da behalten, aber da kenne ich jetzt, habe ich zu wenig Infos über das Spiel, um da jetzt irgendwas dazu sagen. Ja, genau, das sind einfach genauso wie das Riot. Also wie gesagt, ich habe ein extra Video dazu gemacht, das kommt noch, weil einfach, ich wurde mal angeschrieben und so. Die hoffen, was willst du mit deinem Ashes? Ja, Riot wird eh das Beste und so. Sag ich, okay, wenn ihr der Meinung seid, okay, aber tut mir leid, letzte Woche kam ein Bericht raus, dass der Game Director oder so hat aufgehört. Ja, der hat keinen Bock, 10 Jahre an dem Ding darum zu machen. Ja, und die wollen wieder bei Null starten. Also sehe ich das mittlerweile auch nicht als Konkurrenz. Vor allem, warum Konkurrenz ist, wenn das nach einem LOL, also nach einem League of Legends Universum geht, ist es ja was komplett anderes. Dann hast du ja dein Steampunk drin, dann hast du ja deine crazy Figuren oder sonst irgendwas drin. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was alles rumrennt in LOL, ich bin da nicht so der Spieler. Das ist ja wieder was komplett anderes. Wenn denn eine Konkurrenz herkommen müsste, dann wirklich irgendwas, was ähnlich grafisch ist, was ähnlich aufgebaut ist mit Städten, ja, mit ausgebautem Wettersystem, mit Open Dungeons, PvP und so weiter und so fort. Also ich sehe es, wie ich schaue. Ich könnte jetzt nicht sagen, was konkurrenzmäßig. Direkte Konkurrenz sehe ich auch nicht. Das sind welche, die dann halt parallel dazu laufen können, die dann auch die haben zwar vielleicht eine Schnittmenge an Spielern, aber ich glaube, dass außerhalb dieser Schnittmenge jeweils noch eine groß genug Spielerschaft ist, dass auch mehrere von denen, die rauskommen, parallel existieren können und es allen noch dann relativ gut geht. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Weil es halt, wie gesagt, nur eine relativ kleine Schnittmenge abdeckt. Ja. Okay. Kommt ja auch ein bisschen auf die Bezahlmodelle an, ne? Genau, das macht ja auch viel aus, ne? Das ist ja auch, ich meine, bei Ashes hast du nur die monatliche Gebühr. Das ist. Genau. Natürlich summiert sich das, klar. Also ich finde immer noch ein Buy-to-Play eigentlich besser, aber wenn man dann die monatliche Gebühr hat, auf die kann man sich ja einstellen und man muss ja nicht irgendwelche Cosmetics kaufen, wenn es, die wollen keinen, ja, ich meine, man muss, aber man muss nicht. Nee, ja, genau. aber wenn man jetzt irgendwelche Spiele hat, also einige von den angekündigten Spielen werden Free-to-Play sein, also die werden sicherlich keine Bezahlmodelle haben, bei denen es nur Cosmetics im Shop gibt, da bin ich mir sehr sicher. Und da wird es irgendwann wieder, also ich meine, das bei Throne and Liberty wird sicherlich Pay-to-Win irgendwann eine Rolle spielen und genauso auch ich fürchte es ja bei Archeage immer noch beim zweiten, weil das erste, weiß nicht, ob sie aus dem ersten da gelernt haben. Das zweite sollte anscheinend dann Pay to Win weg sein und so, aber es kam halt dann irgendwie halt nicht mehr an, ne? Ich frage mich halt dadurch, dass die Levelzeit sehr, sehr lang sein wird in Ashes, ob nach ein paar Jahren vielleicht mal Pay-to-Progress vielleicht kommen könnte, weil wenn, es wurde ja angekündigt, so 45 Tage braucht man, wenn man jeden Tag so 3-4 Stunden spielt, bis man einen Charakter gemaxt hat. Wenn man das dann nach ein paar Jahren macht,
könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht da in der Richtung was kommen könnte. Auch vielleicht, aber im Pay-to-Win, das hat er definitiv ausgeschlossen. Das war ja, dass das niemals kommen wird. Und das glaube ich eben auch. Genau, und es Dann wird er, ist. glaube ich, eher das Spiel einstampfen, als dass er das bringt. Ja, für Twinks. Ja, also klar, Ja. ich denke es auch, dass da irgendwann nochmal ein XP-Boost oder irgendwie sowas Das könnte ich mir reinkommt. Dann, vorstellen, aber erst ja. später. Na, ich meine, das hat New World ja Ja, dann ein auch paar gemacht und Jahre. hat gesagt, oh, wir machen das erst später. Na, Oder bei ja. Guild Wars ist es auch, bei Guild Wars 2 gibt es ja auch die Schriftrollen und Ja, das gibt es genau, ja in dann da vielen direkt auf MMOs. 30, Aber 40, 70 ja, es ist Prozent. halt auch Wobei wieder so du. ein Ding, na. Keine Ahnung. Na, ich hatte zum Beispiel letztens ein nettes Thema, Thema Skins. Na, habe ich mit meinen Leuten unterhalten und habe so gesagt, so, ah, mich kotzt es eigentlich voll an, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Level 2 bist, aber du hast ein Skin drauf, du schaust aus wie der Endboss persönlich. Na? Und da habe ich auch gesagt, so, schön wäre es doch eigentlich, wenn Ashe sagt, ja, du bist jetzt Level 40 oder Level 50, ab jetzt kannst du erst den Skin drüberhauen. Na? Dass du wirklich normal aussiehst. Ne? So wäre es halt zum Beispiel mit XP-Boostern. Ne? Aber ich meine, gut, da nimmt man halt einen Teil der Freiheit. Ne? Dass man sagt, okay, du musst jetzt erstmal einen oben haben und einigermaßen oder weit halt, dass man sagen kann, okay, du kannst einen Twink anfangen und mit dem darfst du erst einen Booster beginnen. Ne? Aber mich persönlich stören Booster nicht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich meine, ist ja nicht so, dass ich jetzt einen Umhang kriege, der mehr Stärke dazu gibt oder so. Es ist halt einfach, es geht schneller hochzuleveln. Ja. Ja. Fertig. Ja. Juckt mich Am nicht. Anfang halt nicht, aber in ein paar Jahren durchaus. Das sehe ich auch so. Und es ist Finde ich auch nicht so tragisch. ja, es ist ein schwieriges Thema. Hoffe, die kriegen das Der hin mit dem keine Facettenbereich. Bot. Ja, Bots. Ja. Ja, Bots ist so ein extra Thema. Da war ich auch überlegen, na, ob ich mal ein Video mache. Da waren die Phoenixboten mir ein bisschen voraus. Da könnt ihr gerne auch mal Ja, wollte ich vorbeikommen bei den gerade. Phoenixboten. Sehr Ich geiles übrigens, Video ja. übrigens. Die Das ist da haben. wollte ich gerade rausschauen davon, ja. Ja, die haben ein Video gemacht über die Bots, weil ich war auch mal überlegen, weil bei New World habe ich es extrem gemerkt mit den Bots, da war es ein riesengroßes Problem. Da wollte ich auch mal ein Video machen, vielleicht kommt es ja irgendwann in Zukunft. Aber wie gesagt, wenn ihr da mal gucken wollt, es gibt halt viele Aspekte in Ashes of Creation, die gegen Bots halt interagieren. Ne? Allein mit diesen Sachen, also diesen Ja, das Rohstoffen, die halt woanders dann wieder genau. spawnen und so weiter. Na, ich meine, klar, Phoenixboten haben jetzt auch erwähnt, man kann sie ja töten, weil sie oben PvP ist, aber da denke ich halt so wieder, habe ich wirklich Bock, korrupt zu werden, wegen einem Kackbot? Na, ist halt die andere Sache, na, weil ich kriege ja dann auf, Sack. Na, also dann würde ich Genau, wahrscheinlich eher genau. melden. Aber es gibt Ja. einige Aspekte, wie gesagt, schaut mal bei der Phoenixboten rein, die machen auch coole Videos. Die haben das letzte oder vorletzte Video ist auf jeden Fall über die Bots recht interessant. Ja, okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal so zum letzten großen Thema, ne? Und es wird so, schau, dann fängst du mal an, ne? Wird Ja. Ashes bis zum Release veraltet sein? So in Ich 2 Jahren. denke nicht, dass es bis zum Release veraltet sein wird. Also es ist jetzt die Frage, aus welchem Blickwinkel man es sieht. Das Spiel, also von dem, was man in dem Spiel machen kann und von den Systemen, um das veraltet einfach mal zu bringen, denke ich, dass es nicht veraltet sein wird. Von der Grafik mag es dann vielleicht sein, wobei ich auch da glaube, dass sie ständig hinterherhusten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die dann sagen, in 8 Jahren oder so, also wenn das Spiel schon draußen ist, wir machen jetzt einen großen Patch mal drauf, dass wir nochmal die von Unreal Engine 5. Irgendpunkt X auf 6.x wechseln. Ich glaube, dass sie sich jetzt bei der Erstellung des Spiels diese Optionen schon vorgesehen haben, schon implementiert haben, dass sie dann später das eben leichter fällt. Von den Systemen her glaube ich nicht. Sie haben ja, wie du eigentlich schon gesagt hast, aus den anderen Spielen eigentlich sich die Systeme, die besten oder die es am besten umgesetzt haben, rausgenommen, haben es noch ein bisschen modifiziert. Ein bisschen, und insofern denke ich, dass es nicht veraltet sein wird. Ja, das, weil es einfach keinen großen Vergleich dazu einfach gibt zu der Zeit. Okay, daher. Ja, ich habe. Das sehe das auch ähnlich. Also die Grafik, also allein wenn man sich die Grafik jetzt anschaut, ich finde die eigentlich, sage ich mal, angenehm zeitlos. Anders als jetzt so eine Comic-Grafik zeitlos ist. Es ist eine moderne Grafik, aber die ist nicht
Ja. Irgendjemand sagen wird, die ist uralt. Ja. Das glaube ich einfach nicht. Und ich gehe ja mal davon aus, dass das Spiel schon so in 2-3 Jahren spätestens erscheinen wird. Und ich hoffe ja vielleicht früher. Hat sie nicht gesagt. Ich hoffe das ganz stark. Ich hoffe das ganz stark. Also ich meine, das ist meine Hoffnung. Das ist, ja, da also bin 20, ich ein bisschen 26. Gehalten. Ja, also ja, 20. Ja, ich meine, wir haben 24. Ja, wir haben 24, also in 26 sollte es schon erscheinen. Und ja, dann ist die Grafik, also ich meine, ne, ich meine, Unreal Engine 5 sind wir jetzt, die können sicherlich dann irgendwann auf eine höhere Version, wenn sie dann existieren sollte, upgraden. Das werden die sich ganz sicherlich offen halten. Da würde ich sagen, das sehe ich das wie Schau. Die haben die Zukunft im Blick. Die wissen ja, ihr Spiel kommt jetzt nicht sofort. Es soll lange Zeit die Spieler halten und es muss auch mit den Entwicklungen der nächsten, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahre mithalten können, wenn es die Spieler so lange halten können soll. Ich meine, ne, so ein Spiel wie Herr der Ringe Online zum Beispiel, das ist ja auch so, da ist die Grafik, die wir jetzt sehen, die ist zwar nicht mehr so super schön, aber die ist auch über die Jahre immer wieder angepasst worden. Das Spiel hat auch ständig Grafikauffrischungen bekommen. Und das werden die jetzt bei Ashes genauso einplanen, da bin ich mir sehr sicher. Und wie gesagt, ich finde, die Grafik hat so ein, weiß ich nicht, also ich finde, die hat so ein bisschen was Zeitloses, keine Ahnung, damit das, wo also ich festmachen kann. Ja, also ich muss ja immer sagen, wenn das Thema veraltet kommt, finde ich es immer ganz lustig, dass die meisten Leute dann immer gleich auf die Grafik kommen. Mhm. Ist aber auch viele aus der Community, die sagen so, bis das rauskommt, ist die Grafik veraltet. Schön, dass immer alle auf die Grafik gucken, aber nicht auf die Systeme, die drin stecken. Das Problem ist halt einfach, man muss halt zum heutigen Stand mal sehen, was Ashes uns bieten will. Oder vielleicht sogar bieten wird. Ja, weil Ashes hat so viel Umfang, allein egal ob im PvE, PvP oder Roleplay-Content, was andere MMOs gar nicht bieten. Na, sei es so kleine Sachen wie eben die Schatzsuche, wie die Monstermünzen, wie Points of Interest, dann das Erfolgssystem, wo du auch richtig geile Rüstungen und so weiter kriegst. Lauter solche Sachen. Na, und dann auch dieses Thema Systeme, dieses Wettersystem, das Jahreszeitensystem, ja, wie das auch alles mit einfließt, ja, das Wetter. Sternenkonstellation. Genau, ja. Lauter so ein Zeug. Und das sind die Systeme und deswegen, also ich persönlich sage, Ashes of Creation, vielleicht nicht auf dem 100%sten Ding sein, da werden wahrscheinlich Games rauskommen. Oder wenn man jetzt die Trailer sieht von ArcheAge oder so, das schaut da jetzt schon teilweise geiler aus, sag ich mal, wie jetzt ArcheAge, grafikmäßig. Ne? Aber dafür haben die da drüben ja sowieso so Finger dafür, ne? Für die Grafik. Ich selber setze nicht immer viel auf die Grafik. Ich setze eher auf das Gameplay. Weil ich sag, Grafik schön, ja geil, wenn das Monster geil ausschaut, aber blöd, wenn es im Endeffekt ja nichts drauf hat oder ich das 10.000 Mal grinden muss oder wenn das der Content ist. Es, die das Systeme. Zum Beispiel Diablo 4. Ja. Das hatte eine super, super Grafik, unheimlich tolles Trefferfeedback. Also der Kampf selber hat sich ganz toll angeführt. Die Zwischensequenzen mega, aber die Systeme, Loot-System, also das Item-System, also die Systeme waren schlecht und deshalb ist das jetzt kaputt. Also, es kommt jetzt ja wieder, aber deshalb. Das ist eigentlich alles auf dem absteigenden Ast. Also jetzt mal, das, wie du es halt gerade gesagt hast, die Grafik ist halt nicht alles. Wenn das System scheiße ist dann, oder schlecht ist, laufen die Spieler davon auf Dauer. Ja, genau, ja. Aber du hast es ja vorhin, okay, was ist Stream schon wieder? Alles Schwede. Ja. Okay, zack, zack, wieder da. Jetzt ist wieder da. Ja, okay. Ist wieder da. Man muss sagen, vorhin hat man es ja gesehen, die ganzen neuen MMOs, die kommen. Was hat man da am meisten gesehen? Die Grafik ist rausgestochen halt. Ja, das ist halt so, egal ob es PAX Day oder sonst irgendwas ist, das ist halt, die legen Haufen Ding auf Grafik. Ja, das ist so, klar, was siehst du als erstes, wenn du ein Spiel siehst? Die Grafik, ja, also wenn Trailer oder so weiter, die Grafik. Aber wie gesagt, Over hat es gerade gesagt, ich habe letztens Guild Wars 1 wieder gespielt. Gut, es sind jetzt, ich sag mal, die alten Augen, ne, Over. Ne? Also wenn da jetzt irgend so ein 15-Jähriger ankommt und sieht sowas, der kriegt es kotzen. Der wächst aber auch ganz anders auf. Der wächst ja auch schon mit der besseren Grafik aus. Ich kann so sagen, ist mir wurscht. Ich kann meinetwegen auch mal Minecraft spielen oder so. Na, mir Ding. Aber ich finde, von dem System her wird Ashes of Creation definitiv nicht veraltet sein. Na, im Gegenteil, ich glaube, selbst wenn Ashes of Creation rauskommt und davor schon MMOs rauskommen, na, ich meine, gut, ArcheAge 2 hat sich jetzt, glaube ich, auch auf 2026 oder so gelegt.
selbst da glaube ich, dass Ashes of Creation manche Systeme haben wird, die andere MMOs nicht haben, wo die dann wieder veraltet sind. Und zwar gute Systeme, wohlgemerkt. Ne? Also, ich sage mal so, bis Release, Ashes wird nicht veraltet sein. Ne? Es kann sein, natürlich, und da muss ich leider auch wieder auf die Koreaner zurück, dass viel rauskopiert wird. Die sagen, oh, die haben jetzt ein geiles Node-System, das nehmen wir auch, das bauen wir um. So wie bei Throne and Liberty, ich habe es vorhin ja gesagt, dieses Wettersystem, na, dass deine Blitzfähigkeit zum Beispiel stärker wird und so weiter, das ist ja jetzt da auch drin. Na, und dann muss man halt immer mal gucken. Ja. Es veraltet hin oder her. Na, ich hoffe nur, dass ein fertiges, gescheites Spiel rauskommt, dass uns endlich mal wieder Jahre unserer Zeit kosten wird, unserer Lebenszeit. Und ja, die letzten Jahre, die mir noch bleiben, habe ich die Altersschwäche dahin rauft. Schau, wir spielen nur noch dieses Spiel bis zur Rente, sobald es rausgekommen ist. Ja, jetzt ein Lifetime-Rücken hätte ich schon abgeschlossen. Du, wenn das Ashes alles bietet und Ashes immer aktuell gehalten und meine ich, die wollen ja viertelhalbjährlich irgendwie Updates und so bringen, dann ganz ehrlich, dann wird Ashes of Creation wahrscheinlich mein letztes MMO werden, weil ich habe einfach keinen Bock mehr. Weil du steckst einen Haufen Zeit. Ich sehe, ich hab 1000 Stunden so wieder in New World rein. Fast 1000. Ja, und jetzt zocke ich es einfach nicht mehr, weil es halt einfach ein Reinfall ist. Es tut mir leid, ich muss leiser sagen, es ist ein Reinfall. Es hat viele Sachen, das hält heutzutage nicht so mit. Na, da zocke ich dann lieber Guild Wars 2, habe ein altes MMO, was mir gefallen hat und so weiter. Na, ich sehe es ja an der Gilde, viele zocken ja die lauter alte Schinken, na, weil sie einfach keinen Bock mehr haben, weil sie dauernd enttäuscht werden von irgendwelchen neuen Games. Wenn ArcheAge 2 schon 2026 rauskommen sollte, dann haben die aber nicht viel Jahre Entwicklungszeit. Da kann ja dann nicht viel drinstecken. Eigentlich hat ja auch Steven gesagt, die Welt und so weiter, das alles zu machen, war jetzt nicht so das große zeitliche Problem, sondern das, was sie jetzt wirklich vor eine Herausforderung stellt, ist das Ganze jetzt mit Content zu füllen. Das ist das, was jetzt viel Zeit kostet, noch an der Entwicklung. Und die sind mit knapp 200 Mann stark jetzt das am Machen und bei ArcheAge und über wie viele Jahre die das jetzt schon machen. Und bei ArcheAge 2, wenn die das dann 4 Jahre Entwicklungszeit, da kann ja dann nicht wirklich viel Systemvielfalt oder sonstiger Tiefgang oder Content dann drin sein. Abwechslungsreich. Ja, kommt darauf an auch wieder, wie groß ist das Studio. Na, ich meine, guck mal, Ding hat angefangen, glaube ich, mit 16, Intrepid hat angefangen mit 16 Leuten oder so. Mittlerweile haben sie die 200er, oder haben sie 100er? 200er haben sie, glaube ich. 200, also 170 hatten sie vor kurzem. Ja, genau, jetzt haben sie die 200er Marke geknackt. Die sind ja sozusagen nebenbei im Aufbau. Na, dann hast du noch Corona drin gehabt, dann hast du einen Bürowechsel drin gehabt. Ja, lauter so Zeug. Also da war ein Haufen Zeug zwischendrin, was auch noch. Und dann natürlich dieser Umstieg von Unreal Engine 4 zu 5, das hat ja auch nochmal Zeit gekostet. Na, also, Steven ist halt so ein kleiner Perfektionist, wo sagt, das gefällt mir nicht, oder der Arbeiter passt nicht zu uns. Wir müssen das ein bisschen anpassen. Ja? Also, ist aber auch gut so. Ja? Und ich meine, ArcheAge, da hocken 300 Koreaner da hinten dran, ja, oder keine Ahnung. Ja, also, aber auch storymäßig denke ich auch, da wird. ArcheAge hatte doch keine Story, die war doch Grütze. Ja, also, weiß ich nicht. Also die Story von ArcheAge war Grütze. Also ich hoffe, dass Ashes mehr Story haben wird und ich glaube das auch. Also ArcheAge war für mich nicht das. Also ich habe das angefangen, ich habe das ein halbes Jahr gespielt, danach habe ich aufgehört, weil ich gesagt habe, das hält mich nicht von der Story her, weil ich ja immer an die Spiele rangehe, dass die Story mich packen muss. Und das fehlte mir bei ArcheAge und ich glaube nicht, dass das im zweiten besser sein wird, auch wenn sie das verkündet haben. Also, ich verstehe nicht, warum sie noch ein zweites raushauen. Ich verstehe das sowieso nicht. Ich kriege immer Gaming-News, bla bla, das MMO, jetzt kommt da irgendein MMO, MMORPG möchte 100.000 Spielerserver versuchen, bla bla. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Also, wie der MMO macht, und das ist das, was ich meine. Ich persönlich bin definitiv übersättigt mit MMOs.
mit schlechten MMOs. Ja, oder MMOs, die sich schlecht entwickelt haben. So, ich will ja gar nicht sagen, dass sie schlecht sind. Ja, ich zocke immer noch gern Elder Scrolls, immer noch gern Guild Wars. Ja, also Guild Wars liebe ich ja immer noch. Aber die haben damals geschlafen, mit dem Content weiterzuführen. Elder Scrolls wird immer eintöniger. World of Warcraft habe ich halt irgendwann aufgehört. Keine Ahnung, wie es da läuft, aber ich höre auch nur noch die Leute über Blizzard fluchen. Na, New World. Ja, Classic. Classic. Aber da muss ich aber auch sagen, da ist ein Thema Community, ist auch so ein Ding, wo Classic rauskam. Ich bin rein, ich habe mich so wohl gefühlt. Ich habe mich so, da waren Leute, na, und da muss ich leider auch wieder sagen, das ist die ältere Community, na, weil wer tut sich denn Classic an von einem 15- bis 20-Jährigen? Tut sich doch keiner an, die Scheiße. Na, sich da ewig hinzuhocken und zu sagen, oh, ich muss jetzt meinen Mana auffüllen oder so. Da zocke ich doch irgendwas, was schneller geht. Ich habe mich so wohl gefühlt und ich fühle mich auch dermaßen so wohl in Guild Wars 2 wieder, weil die Community einfach mega, mega geil ist. Mega. Ja, ja. Na, also. Das wird auch, glaube ich, in Ashes, wie ich finde, schon mal gesagt habe, das wird das sein, wo man sich halt dran erinnert, die Sachen, die man mit der Community zusammen gemacht hat. Nochmal, das, man nennt sich nochmal an die gemeinsame Aktivität und nicht nur an das, was man jetzt nochmal an Progress erreicht hat. Das kommt halt dann noch dazu. Das denke ich auch, dass das große Plus bei Ashes sein wird und dass die Leute, vielleicht auch nochmal, gut, am Anfang sind sowieso die Leute allen neuen Wunden Zauber inne, sind ja dann sowieso immer so eine besondere Atmosphäre, wenn was neu rauskommt. Aber ich glaube, dass sich das hier, dass die Leute es gut miteinander und untereinander meinen, dass sich das hier entwickeln kann. Das genau. Sehe ich auch sehr große Chancen. Und vor allem dieses Herausfinden, das fand ich bei New World wieder schön. Wir haben ein neues Spiel angefangen und da gab es nicht 10.000. Also es gab, klar, komischerweise kommen die teilweise schöne Betas und so raus. Hey, so und so läufst du den Dungeon durch oder die und die Waffe musst du nehmen, um der Beste zu sein. Na? Und das war schön, genau. Das haben wir hier auch gehabt in der Gilde. Wir sind die Dungeons angegangen, wir haben aufs Maul bekommen, aber man hat sich aufgeregt, aber es war gut. Weil wir haben es selber geschafft, ohne ein Video zu gucken oder sonst was. Ja. Und das wird, ich meine, klar, Ashes wird überfüllt sein. Na, auch ich werde irgendwann Videos machen, Thema Guides und so weiter. Aber ich werde mir das Spiel angucken, ich werde es reingucken. Ja, und ich meine, ich brauche eh länger für Guides und so, weil ich bin halt einfach kein Hardcore-Mega-Super-Gamer. Ja, aber wir werden da rangehen. Wir werden die Dungeons angehen, wir werden die Quests angehen, wir werden jeden Content angehen und das gemeinsam. Ne? Also wir können Quest-Style und so weiter, das konntest du ja in New World zum Beispiel gar nicht. Ne? Ja. Ich freue mich auch schon drauf, mal mit der ganzen Gilde mal einen Trade-Run zu machen. Entweder übers Meer, dass wir dann Handelsgüter übers Meer schippern oder dass wir einfach einen Trade auf den Straßen machen. Lust, und dann auch mal gefallen werden und so weiter. Auch wenn wir mal mit nichts nach Hause gehen. So, das macht nichts. Aber ich glaube, dass das die Erlebnisse sehr schön werden. Also, für schöne Gildenfotos. Genau. Wenn wir alle tot am Boden liegen, genau. Ja, aber das ist ja das Schöne, wenn man ein Spiel zusammen quasi neu anfängt. Also ich habe mehrere MMOs im Laufe der letzten Jahre gespielt. Ich habe mal eine Liste gemacht. Ich komme auf 25, an die ich mich erinnere. Ja. Und da sind einige bei, die ich wirklich zum Start, also Rift zum Beispiel war damals, da habe ich zum Start, was richtig geil war. Und da war das auch, dass man sich das erarbeitet hat, ne? Die Welt erarbeitet hat, die Raids erarbeitet hat, ne? Die Bosse. Ich fand das bei Swords of Legends Online, was ja jetzt eigentlich noch relativ kurz erst zurückliegt, da fand ich das auch sehr schön. Das hat leider nicht so die Spieler gefunden hier. New World war ich spät zur Party und hatte dann auch nicht wirklich viel Spaß. Da kann ich es nicht so sagen, aber ich finde immer, bei allen Spielen, die ich von Anfang an erlebt habe, war das so dieses Gefühl in der Gemeinschaft, sich das Spiel zu erschließen und sich die Inhalte zu erschließen. Das war immer das Coole, ob man da jetzt das geschafft hat oder nicht. Also ich erinnere mich auch an irgendwelche Raids in Lord of the Rings Online. Wo ich dann irgendwann mal, ich lag dann beim Balrog tot unter der Tür und konnte nicht gerettet werden und hatte nichts davon. Ich habe keine Belohnung gekriegt, gar nichts. Aber es war super geil. Also es hat trotzdem Spaß gemacht. Und das ist das Wichtige, finde ich, dass man Spaß dabei hat. Und das auch mal zu verlieren. Halt, auch mal ja, zu verlieren. Ja, richtig. Richtig. Also das fänd ich halt einfach, finde ich halt einfach das Coole daran. Und das möchte ich einfach in Ashes erleben.
Da ja. freue ich mich auch total drauf. Also ich bin da bei Schau. Ich möchte auch gemeinsam mit der Gilde dann sowas machen mal. Also ich hoffe, meine Arbeit lässt mir die Zeit dafür. Aber das ist wirklich sowas, wo ich mich echt drauf freue. Und wann kommt die Alpha? Ja, Quartal 3. Genaues Datum ist leider noch nicht da. Dachte 2020 Release, ja, laut Steam schon, aber hat sich anscheinend geändert. Kam so eine kleine Pandemie dazwischen. Ja, also wie gesagt, servus Schrugo. Das Gefühl hatte ich in EverQuest. EverQuest sind ja auch, ich habe gehört, EverQuest sind ja auch im Plan, ein neues zu machen? Ja. Echt? Muss ich mal schauen. Aber nur ganz zarte Gerüchte habe ich bis jetzt ganz gehört. Ganz zart. Ja, dann tun wir sie in die zarte Gerüchte-Küche. Ja? Dann passen wir lieber auf. Aber wäre natürlich nicht schlecht. Ja, ich sage mal so, so wie es jetzt Diane Schau gesagt hat, ich finde, also mein Motto ist halt immer, egal welches Spiel, aber das ist jetzt nur mein Ding, die Community macht's aus. Das heißt, mit welcher Community spiele ich zusammen? Ich bin so einer, ich spiele gerne mit Leuten zusammen, habe gern die Leute um mich, kann mich auf die Leute verlassen und so weiter. Egal, ob sie jetzt schlecht sind, ob wir den Dungeon nicht schaffen, ob wir den Raid nicht schaffen, ich habe trotzdem meinen Spaß und wir versuchen es, ja, und kann mich abends mit denen in Discord hocken, kann mit denen labern und so, ne? Und das ist egal welches MMO. Natürlich, wenn ich außenrum noch Leute habe, und ich denke, es wird einige toxische Leute in Ashes geben, allein Open PvP und so, hocke ich mich gern abends nach der Arbeit, so wie du es vorhin gesagt hast, ja, magst du da, keine Ahnung, da 8, 9, 10 Stunden Arbeit, willst abends da Ruhe, hockst dich rein und gehst gemütlich was an. Und das wird halt, das Schöne ist, du pimmelst dann nicht allein rum in Ashes, sondern Thema Stoppen, ja, weil XP-Verlust und so, du wirst auch mal gestoppt, weil du vielleicht manchen Content nicht alleine machen kannst. Na, wo ich dann sagen kann, okay, ich kann vielleicht jetzt auch mal mit Leuten zusammenspielen, mit denen ich vielleicht nicht jeden Tag zusammenspiele oder so. Und man findet immer neue, ja, Leute halt. Ja, also ich meinst mit sagen, Fremden spielen? Ja, also wie gesagt, ich bin froh, dass ich sagen kann, keine Ahnung. Wenn er Ruhe haben will, dann kann er sich um seinen Freehold kümmern, dann kannst du draußen sich kümmern. Ja, ist so, Oder machst du ein Trade alleine, dann ist auch ein PvP-Geschlechter, wenn du den alleine machst oder so. Da gibt es dann die Möglichkeiten, wenn man mal so eine Phase hat, auch dafür ist dann gesorgt, dass man da dann was zu tun hat. Genau. Ja, richtig. Aber ich denke, für den Solo-Player, für den Solo, ich laufe Elder Scrolls mit Begleiter und sonst irgendwas, ist es rum. Na, also dieses Hardcore-Solo, ihr kriegt eure 20% instanzierte Dungeons, ihr kriegt eure Hauptstory und so weiter, die ihr wahrscheinlich dann auch allein schaffen oder viele Teile alleine machen könnt. Aber ja, Dungeons und so weiter, gut, Dungeons sollte sowieso kein Solo-Content sein, ne? Meiner Meinung nach. Ja. Ja. Richtig. Den offenen, vielleicht der erste Raum, wo man dann mal reingehen kann und vielleicht nur ein, zwei Mobs noch packt und dann ist dann halt schon Schluss alleine. Die meisten, also bei den offenen Dungeons jetzt, sag ich mal. Hm. Da kriegt man vielleicht die erste Halle noch alleine. Ja, und danach ist dann Schluss. Ja, das gibt's auch. Na, wenn du hier diese Jagdzertifikate und so, na, Wolfrudel und so. Aber selbst Events und so werden überlaufen sein. Und Events ist ein gutes Ding. Ja, weil die mache ich zum Beispiel in Guild Wars und habe wieder gemerkt, wie gern ich eigentlich Events mache. Und deswegen freue ich mich auf Ashes, die das Spiel auch, also das auch noch Events hat, die die Welt verändern. Na? Ja, also, das wird richtig gut. Ashes of Creation, ja, wo bleibt der Hype? Manche sind gehypt, innerlich bin ich ein bisschen gehypt, muss ich sagen. Einfach nur, weil ich mich persönlich endlich auf ein Spiel verlasse. Den Content oder so eine riesen Auswahl an Content hat, wo ich sagen kann, ja, da kann ich endlich mal wieder Jahre verbringen. Leute, ich habe keinen Bock, von Spiel zu hüpfen, ich habe die Schnauze voll. Ne? Mir geht es hier nicht ums Geld, hier geht es darum, dass du fängst da einen Charakter an und er steht dann machst du da 1000 Stunden rein, bla bla. Mir geht es einfach darum, ich will ein Spiel spielen, ich will da mein, bei mir ist es so, so ein Charakter ist so ein bisschen so ein Herzstück, weil du steckst da viel Zeit rein und dementsprechend sehe ich Ashes of Creation gerade noch so an der Spitze, was auf uns zukommen könnte. Zu überhypen will ich es auch nicht, weil ich wurde enttäuscht von EverQuest Next. Aber ich sehe halt jetzt auch nichts andersrum, wo ich sagen kann, ja, da habe ich jetzt mega Bock drauf. Gut,
habt ihr noch was zum Schluss zu sagen? Wir haben jetzt schon wieder 1,5 Stunden. Die Themen haben wir eigentlich durch. Willst du als zukünftige Ashes of Creation Content Creator? Ja, ich kann da was sagen. Ja, ich habe mir tatsächlich, du lachst, schau, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und ich gehe da gründlich dran. Ja, und nicht so wie gerne. Genau, nein, Quatsch. Ich werde das nicht übers Knie brechen. Ich werde, wenn, Videos machen zu Themen wie Geschichte, Hintergrundgeschichte, Lore, die Spezies, die verschiedenen, also die Rassen, die man spielen kann, die Religionen, alles dieses Hintergrundwissen. Aber da fehlt mir gerade auch noch ein bisschen Futter. Also da könnte noch mehr kommen. Und wenn das alles da ist, dann werde ich auch sicherlich Videos dazu machen. Das wird dann irgendwann wahrscheinlich World of Warcraft Classic bei mir ablösen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh mein Gott. Ja, dann werden alle meinen YouTube-Kanal verlassen, weil sie nicht mehr mir beim Failen in WoW Classic zugucken können. Dann schauen sie beim Failen. Genau, die können mir dann meinem Charakter zuschauen, wie sie einfach auf der Bank vor ihrem Haus sitzt und gemütlich die Beine übereinander schlägt. Okay. Wie schaut's bei dir aus? Ich habe keine großen letzten Worte. Wenn ihr ab einem halben Jahr hier braucht, einfach in-game anschreiben. Ich komme. Könnt ihr vergessen. Nimm's zurück. So, meine Damen und Herren, wir sind für heute durch. Ich sag vielen, vielen Dank an meine lieben zwei Gäste, Dayel und Schau. Zwei Ashes of Creation begeisterte, auch Alpha 2 spielende, ja. Fans. Ja, wir sagen jetzt einfach Fans. Es war schön, hat mir Spaß gemacht. Das Schöne ist halt immer, wenn jemand da ist, dann kann ich mich auch mal zurücklehnen und muss gar nicht so viel sagen. Ihr habt ja schönen Kontext gebracht. Wir haben heute Gespräche. Immer wieder gern, ja. Beim nächsten Ashes Talk kommen wieder. Wir versuchen einmal im Monat einen Ashes Talk zu machen. Der Monat ist geschafft. Ich versuche, wie gesagt, zukünftig auch bei den Ashes of Creation offiziellen Streams dabei zu sein, nebenbei zu streamen. Das heißt, wir gucken uns die Streams an, fiebern mit. Jedes Mal, wenn irgendein Wow-Moment kommt, dann machen wir Wow, ja. Weil, so wie jetzt, wo man gerade sieht, jetzt in dem Video, das war zum Beispiel auch so ein Wow-Moment, wo sich dann hier durch Node-Abstufung oder Aufstufung, was das war, die Umgebung verändert. Fand ich auch sehr geil. Wir sehen uns nächsten Monat sehen wir uns. Und schaut gerne mal auf Gernis Quest vorbei. In Zukunft kommt auch ein Konzeptvideo, das heißt, was bedeutet dieses Quest bei Gerni eigentlich? Natürlich habe ich mir was dabei gedacht. Und wir sehen uns nächsten Monat. Ich wünsche euch alles Gute und ihr sagt die letzten Worte, ihr zwei Süßen. Oh, ciao, macht's gut. Gute Nacht. Viel Spaß bei allem, was ihr so spielt. Und wir sehen uns in Ashes. Ciao. Ja, ich freue mich auch auf unser gemeinsames Zocken bald. Bis dann. Bis dann. Tschüssi.